Guck mal, wie Weihnachten noch hier. Ich war letztens mit Wolfgang in Ravensbrück, das ist so ein ehemaliges KZ da, waren wir letztens was drehen. Das Ganze wird so eine Doku und wird irgendwann bei ihm auf seinem Kanal auf Mediateam Uckermark ausgestrahlt. Und ich erzähle euch heute davon. Also ich glaube, das liegt, warte, wann kommt das Video? Dann ist es schon mehr als einen Monat her, dass ich mit ihm da war. Ah, egal. Jedenfalls waren wir da drehen und das ist wirklich spannend gewesen. Also das Witzige an der Geschichte war eigentlich, dass wir da schön alles dabei hatten. Wir hatten sogar eine Drehgenehmigung und alles gehabt. Hatten dann seine schöne Blackmagic Cinema Pocket 6K ausgepackt, ja. Dann durften wir quasi doch nicht drehen. Weil die Drehgenehmigung war so, jo, die Veranstaltung, die da stattlief, durften wir zwar filmen, aber nicht die Sprecher, die extern waren und nicht von dem Verein. Super, dieser Verein hat einfach nur die Sprecher anmoderiert. Danke dafür. Ja, Zuschauer durften wir auch nicht filmen, was ja eigentlich davon abgedeckt ist, dass es eine große Gruppe ist und eine öffentliche Veranstaltung. Also hätten wir Zuschauer filmen dürfen, laut denen durften wir die trotzdem nicht filmen. Und dann hat Wolfgang irgendwann, als so dieses, wir legen, ich weiß nicht, wie heißt das? Ist das das Gedenken dann oder so? Jedenfalls, wo die alle dann die Blumen und so an das Denkmal gelegt haben, hat Wolfgang dann Close-ups von den Blumen gemacht, wie die hingelegt wurden. Ja, nö, durfte auch nicht passieren. Wurde ja auch angemeckert, dass das auch nicht passieren durfte. Ja, schön. So viel zu super Drehgenehmigung. Danke dafür. Nee, aber sonst hat es eigentlich recht Spaß gemacht. Also wir, ja, war jetzt halt nicht so spannend, aber ich konnte das erste Mal so eine geile Blackmagic Cinema Pocket 6K auf meinen Schultern tragen, weil der hatte ja dieses Tilter-Rig dabei. Ja, und deswegen, das konnte ich mal ausprobieren. Ist mal ein Upgrade zu H264 4K. Sag mal, wie spontan bist du eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10? Wie spontan? Weil herzlich willkommen zu deinem, wie teuer ist dein Equipment? Ich glaube, du musst andersrum. Musst du mir das Mikro nicht ummachen? Ist mir egal. Das ist dir egal? Ist dein Mikro überhaupt lang genug? Mein Arm ist nur nicht lang genug. Ich kann das ja mal... Ja, viel Spaß dabei. Wie viel ist mein Equipment wert? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Nein, Spaß. Die Kamera habe ich ganz günstig mal bei eBay Kleinanzeigen gekriegt. Klingt vielleicht komisch, aber habe da einiges an Geld sparen können. 1580 Euro in dem Dreh. Und was haben wir dann hier noch? Ein Monitor. Das ist ein Desview R5, 5,5 Zoll. Dann als Mikrofon haben wir ein Rode NTG USB. Das ist eine Art Hybrid-Mikrofon. Kommen dann Leute wieder? Also genau beim Mikrofon, das ist ein Richtmikrofon, das ist ein Rode NTG USB, so eine Art Hybrid zwischen NTG 5, NTG 4 und es ist ein digitales Mikrofon, glaube ich. Sprich, man kann das einfach per USB am PC anschließen. Genau, das Mikrofon kann ich sowohl per USB, USB-C, als auch klassisch mit 3,5er Klinke betreiben. Da ist es scheißegal, ob das dreipolig oder vierpolig ist, das Kabel. Also sprich, man könnte TRS oder TRRS, wie das heißt, glaube ich, man könnte das am Handy betreiben. Genau, und am Objektiv haben wir hier, das ist eine Art Zoom-Hybrid-Objektiv. Ich nutze eigentlich eher Festbrennweiten. Aber das hier ist eher mehr so, dass es in dem Kamera-EB-Bereich genutzt werden kann. Sprich, ich habe Weitwinkel, also 18 mm sind das hier auf APS-C-Sensorgröße berechnet. Und 135 mm. Sprich, man kann schnell weitwinklig und auch nah filmen. Das ist das Gute daran. Also, wenn man im EB-Bereich unterwegs ist, ist Schnelligkeit alles. Wenn ich da jetzt eine Festbrennweite hätte, müsste ich ganz weit weggehen, ganz weit rangehen. Ja, also das Objektiv ist zusätzlich auch mit einem Bildstabilisator ausgestattet.
Und das ist gerade bei dieser Kamera sehr wichtig, obwohl man hier auch mit Gyrodaten arbeiten kann, was per Update richtig geil nachgelegt wurde. So. Wir ziehen das jetzt durch, bevor die hinter uns noch vorbeikommen. Okay. So, was hast du sonst noch für Equipment da dran? Das hier ist ein Shoulder Rig, ein Ultra, ich habe vergessen, wie das heißt, Ultra Lightweight Shoulder Rig von Tilter. Habe ich gekauft, weil, wo es im Angebot war, das Gute hierbei ist, ich habe eine Rückenstütze hinten dran, also sprich, ich kann das so gegensteuern und ja, kostet auch so um die 300-400 Euro. So. Jetzt hat er die Festplatte vergessen oder SSD, die sind natürlich auch teuer bei den Dingern. Genau, eigentlich. Es so Leute gibt, die immer einen RAW-Film. Ja, wie zum Beispiel diese Doku-Filme gerade auch in RAW. Was filmst du, 6K, 4K, RAW? Wenn es geht, 4K. Kommt wieder jemand? Ja. Ja, RAW oder ProRes? Es kommt drauf an, also meistens eher RAW, sehr, sehr komprimiert. 12:1 bei 4K meistens oder auch 6K. Und ja. Wann kommt meine 6K Pocket? Das ist noch so eine. Mama, darf ich mir eine Cinema Pocket 6K kaufen? Nein! Das war mein Bruder, nicht meine Mom. Egal. Ja, jedenfalls so viel dazu. Also Wolfgang hat das Ganze ja noch mehr gefilmt als ich. Der hat ja schon vorher und danach und so immer mehr gefilmt und hat mich dann am Ende nochmal so ein bisschen rumgeführt über dieses Gelände. Und das ist schon spannend. Also ich bin jetzt mal gespannt, was Wolfgang daraus für eine Doku macht. ich hoffe, ich komme in diesem Abspann vor. Ich hoffe, ich kriege ordentlich Werbung da drin. Ich möchte so einen Werbeblock bitte haben dafür, Wolfgang. Ja, geht das? Machen wir. Gut. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, dann kommentiert Kommentare, liked das Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Beim nächsten Video. Da werde ich wieder einen wunderschönen Kuchen backen. Und danach werde ich euch berichten, was ich noch gefilmt habe. Sogar in der Woche oder, nee, warte. Vier Tage später als das mit Wolfgang habe ich nämlich was anderes noch gefilmt. Und das werde ich euch dann aber in 4 Wochen erzählen und in 2 Wochen backe ich mit euch irgendwas. Bis dahin, tschüss, irgendwie sowas.